Telefon. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Genau. Ganz schnell auf die Map hier gucken, ob irgendwo ein Spieler sich eingehackt hat. Ah, jetzt, guck mal, hier kann ich jetzt... Verbirgsbeziehung. Ah, hier, guck mal, hier kann ich Dinge noch freischalten, wenn ich Lust habe. Aber ich habe jetzt Lust, die Kampagne ein bisschen zu verfolgen. Aber wenn ich jemand abholen will, brauche ich ein ordentliches Auto. Und zwar sowas, ja. Alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Da drüben steht die. Na gut. Das gefällt mir schon, ja. So. Mit so einem Auto kann ich mir jemand abholen. Habe ich ja nichts dagegen. Halt ich mir selber durch. So. Schlechter Beifahrer? Klingt ja schon nicht gut. Den Parkplatz soll ich fahren, hä? Wäre besser. Fahren wir eine Runde um den Block. Und dann fahren wir drüben auf den Parkplatz drauf. Das Auto ist so komisch, das macht so komische Piepgeräusche. Hier ist der Parkplatz. Was ist das jetzt, ja? Was ist das? Zum Teufel, ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm gemacht. Oh! Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Okay, den hol ich. Kackhacker, ey. Den finde ich. Wenn es das letzte ist, was ich tue. 2x the cap. At the tap. So. Ich muss den Punkt erreichen. Online-Hacking. Ein revolutionärer Fixer hat den Auftrag zu einer Online-Hacking-Aktion und will Informationen zu Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt, der könnte über Ihnen unter... Legen Sie Profil. Okay.
Scheiße, er will sich reinhängen. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Das ist nicht. Wo ist der Typ? Bist du's? Bist du's? Da bist du. Du gehörst mir. Komm her! Vollidiot! Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Ja. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigen Sie Ihren Bekanntheitswert durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Sie Ihr Bekanntheitswert steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Online-Aufträge-App. Hacky, ach, das... In den Stellen kann ich Online-Aufträge sehen. Sehen, ob ich da irgendwas finde, zum Beispiel, gerade mal. Nee. Online-Aufträge, ah. Mhm. Na gut. Nee, ich möchte es nicht online. Jetzt habe ich schon ausgewählt, ne? Wir nehmen Online-Hacking. Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Ich kann da schon mal die Richtung fahren. So. Ich kann da schon mal gucken, was es da so Schönes gibt. Und dann wollen wir sehen, wie wir uns bei anderen reinhacken können. Komm, wir tarnen uns ein bisschen unauffällig. Nichts. Keine Aufträge. Ich muss später wiederkommen. Ach gut. Dann fahren wir wieder dahin zurück zur Kampagne. Okay. Jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Ich glaube, das kann ich mit dem Fahrzeug gerade recht gut. Den Cops auszuweichen. Das soll ich nur mal machen durch den Baustelle draußen. Vielleicht sollte ich mir doch dann. Na ja, gucken wir uns das mit dem Müllauto aus. Idioten, geht weg!
Ich hab Vorfahrt. So.